Mein Name ist Christine Hagelgrüß. Meine Kraftquelle ist die Natur, die mich mit ihrer Vielfältigkeit umgibt, aber auch die menschliche Natur in ihrer Einzigartigkeit. Ursprünglich komme ich aus der medizinischen Ecke, habe aber große Freude, meine Gedankenwelt in Form von Texten, Gedichten oder auch Collagen zu Papier zu bringen oder, so wie heute, sie mit Ihnen zu teilen. Bodygardening, ein Ausflug mit Herz in unseren inneren Garten. Ich versuche mit Kopf, Herz und Bauch in Balance zu leben. Deshalb behandle ich meinen inneren Garten mit Respekt und Liebe. Es hängt alles zusammen. Es ist wie bei den kommunizierenden Gefäßen. Ein verliebter Blick beflügelt unseren Herzschlag und eine schwere seelische Last verspannt die Muskulatur, drückt auf die Atmung und die Wirbelsäule. Es gibt Urban oder Guerilla Gardening, Vertical Farming, begrünte Dächer, Hochbeete. Für alle Bedürfnisse ist gesorgt. Garteln boomt. Es ist ein gutes Geschäft und die Auswüchse sind überall erkennbar. Der Trend zum Gemüse aus dem eigenen Anbau ist keine Randerscheinung, sondern ein Breitensport geworden. Einkochen ist hip. Von Marmeladen bis Chutneys und Säften. Was vor kurzer Zeit noch als spießig galt, ist jetzt der Renner. Zu den vielen Kochbüchern im Regal gesellen sich nun auch Bücher für den Obst- und Gemüseanbau. Ich möchte gerne die Aufmerksamkeit auf ein sehr spezielles Gartenprojekt richten. Unseren inneren Garten. Mein Eindruck ist, dass dieser mit nicht so viel Hingabe gepflegt wird, wie es angebracht wäre. Wir kennen das Gefühl, Schmetterlinge im Bauch zu haben. Wie kann ich die Schmetterlinge animieren, zu bleiben? Ganz einfach. Schmetterlinge lieben Blumen. Also behandle ich meine inneren Organe wie Blumen. Ich rege die Durchblutung an und sorge für ausreichend Sauerstoffzufuhr. Säubere die Wege, Blut, Nerven und Lymphbahnen, indem ich die Blockaden aufspüre und beseitige. Lass meine innere Sonne scheinen und pflanze auch hier und da neues Gedankengut. Täglich einmal einen Bodycheck und eine Lobdusche und die Pracht gedeiht. Als Dünger empfehle ich Yoga, den Sonnengruß, regelmäßiges Abschalten des Systems, zum Beispiel durch Meditation, gute saisonale frisch gekochte Speisen, ausreichend Flüssiges, etwas Sport. Nicht zu vergessen, genussvolle Stunden mit den Menschen, die wir lieben. Kreative Hobbys, Musik, Literatur, Reisen, ein Waldspaziergang. Ich kann meinen Garten überall pflegen, brauche keine Gartengeräte, bin nicht vom Wetter abhängig, nur von meiner Motivation und positiven Energie. Jeder kann sich auch seinen eigenen Spezialdünger zubereiten. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Wir sollten für unsere körperliche, geistige und seelische Gesundheit mindestens genauso viel Kraft und Energie aufwenden wie für Haus und Garten oder andere wichtige Tätigkeiten. Im Anatomieunterricht hat mich das Herz besonders interessiert. Das elegante und präzise Zusammenspiel von Vorhof, Klappe, Kammer, kleinem und großem Blutkreislauf und die enorme Menge an Blut, die täglich durch den Körper gepumpt wird, ca. 7000 Liter mit 100.000 Herzschlägen, haben mich tief beeindruckt. Das Herz
ist ein Wunderwerk der Natur und ein Sinnbild für Ausdauer und Kraft. Besonders in der Weihnachtszeit steht das Herz hoch im Kurs. Ein Herz für Kinder, Obdachlose, Flüchtlinge, Organisationen aller Art appellieren an unsere Weichherzigkeit. Wer das Herz am rechten Fleck hat, teilt gerne mit seinen Mitmenschen. Sei es Freude, Nahrung, Wissen, Arbeitskraft, Zeit, Glück oder auch materielle Spenden in kleinerer oder größerer Ausführung. Jeder nach seinen Möglichkeiten. Auch in meinen Bildern drängt sich immer wieder das Herz in den Vordergrund. Was macht diese Faszination aus? Ich denke, es ist das stete Schlagen, die Bewegung, der Kreislauf des Lebens, der mich so begeistert. Das Herz ist der Motor, der uns antreibt, sei es physisch, aber auch auf emotionaler Ebene. Es schlägt einfach, hält sich diskret im Hintergrund, ist bescheiden, zuverlässig, fleißig und trotz seiner Unentbehrlichkeit nie überheblich. Es ist autark, für alles zuständig und einzig und allein vom Gehirn abhängig. Ein herzloses Leben ist möglich, aber nicht erstrebenswert. Die Metapher herzlos steht nicht ohne Grund für Stillstand und Gefühlsarmut. Ein Leben ohne Gehirn hingegen ist anatomisch nicht möglich. Ein hirnloses Leben jedoch kann man ohne Bedenken durchaus angenehm gestalten. Leider wird das Herz als romantisches Liebessymbol oft überstrapaziert, kommerzialisiert und in Herzschmerzfilmen verwurstet und verkitscht. Ich denke bei Herz an Herzlichkeit, an Gemeinsamkeit, an etwas, das nicht käuflich zu erwerben ist. Herzensbildung ist genauso wichtig wie Allgemeinbildung. Deshalb gibt es ja nicht nur den IQ, sondern auch den IQ zur Intelligenzmessung. Ich habe mich meiner Vorurteile gegenüber der Herzsymbolik entledigt und mich der Anziehungskraft vorbehaltlos hingegeben. Die Inspiration folgte auf dem Fuße. Ich male Herzen mit Flammen, mit Flügeln, mit Blumen, mit Gold und Silber verbrämt. Eine nie versiegende Inspirationsquelle. Es bereitet mir sehr viel Freude, das Herz in all seinen Facetten darzustellen. Es ist das Herzstück meines Lebens. Lassen wir uns nicht nur auf die äußere Schönheit reduzieren, wir wollen beides. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.